geht's lang. Ah, da kann ich mich noch dran erinnern. Sehr schön. Euch habe ich nur gar nicht erwartet. Oh, das war ja einer von meinen. Ja, dumme Sache das. Hätte ich vielleicht mal lassen sollen. Danke. Hören Sie, ich muss ins Hauptquartier zurück. Ja, dann mal los. Ich habe ein paar Dokumente gefunden, bevor ich erwischt wurde. Lauf. Stimmt, hier gab es ja auch Gefangene, verdammt. So, was haben wir denn hier um die Ecke? Das erinnert so ein bisschen an die eine Mission von Call of Duty 2, oder was? 3? Nee, es war, glaube ich, 2. Was war das? Eine Spinnendrohne. Was seid ihr denn für Mistviecher? So macht man das in meiner Truppe. Okay. Und in meiner nicht, oder was? Wenn jemand nicht so ein Wind wäre, dann könnte man mich vielleicht auch richtig hören und die Umgebung etwas besser. Kann man den Wind etwas runterstellen? Das ist ja bald fürchterlich hier. Audio. Effekte? Versuchen wir es mal mit Effekte. Können wir nachher wieder hochstellen. Fand das ein wenig laut, muss ich sagen. Da drüben, schnappt sie euch. Den übernehme ich. Na, dann mal los. Scheiß Spinnendrohnen. Noch einer? Nein, keiner. Raus aus meinem Land. Komm, Mist. Kritischer Angriff auf Spinnendrohne. Ziele gesichtet. Angriff eingeleitet. Den übernehme ich. Und immer schön nachladen. Nie das Nachladen vergessen. Wenn ich muss, ich streck's gerade bis zur chinesischen Mauer zurück. Ja. Letztens erzähle ich noch, man muss immer etwas höher zielen oder etwas tiefer zielen, jedenfalls anders zielen und dann halte ich mich selber nicht an meine guten Tipps. Was? Wie denn? Wo denn? Ach, da oben. Ziele gesichtet. Angriff eingeleitet. Ja, Angriff abbrechen, ich bin schon fertig. Bis du erstmal in Wallung kommst. Wo hast du eigentlich unseren Wachbot gelassen? Konnte unmöglich schon hochgegangen sein. Und die anderen... Wo sind die anderen beiden? Da waren noch zwei. Ja. Wo zum Geier sind die? Da würde ich jetzt ganz gerne einmal zurück, weil das ist... Sergeant, wo hast du unsere Leute gelassen? Bleib das doch mal Ice stehen. Das Camp ist gesichert, Sir. Gut. Ja, Sir. Ja, dann brecht mal auf. Wie lauten Ihre Befehle für das Einsatzteam? Gut, Nun, die sind weitgehend unberührt Und klar, nachdem das alles erledigt ist, muss noch das Impulsfeld deaktiviert werden. Dann mal los. Rührt euch! So. Stimmt, die musste man immer hinterherholen. Hier ist das Chimärendepot, glaube ich. Oder hier ist das China-Depot, ich weiß es nicht. Linsen wir noch mal einmal um die Ecke. Da ist eine Chimäre. Ohne Motor, wie es scheint. Da scheint irgendwo einer zu sein.
Hier ist ein kleines Geschenk von Onkel Sam. Da drüben! Schnappt sie euch! Wir haben zwar noch keinen Raketenwerfer, aber wir packen erstmal alles ein. Jetzt wären schwere Waffen echt gut. Wo sind denn diese dämlichen Benzintanks? Einmal Nase kratzen? So. Hier werde ich jetzt erstmal einmal zwischenspeichern. Oh, hier hat mich letztes Mal so ein scheiß Panzer so ziemlich festgenagelt. Das war eine Aktion. Aus meinem Land. Den übernehme ich. Sonst noch einer, der aufs Maul will hier. Da ist noch einer. Ich mag das Heckenschützengewehr. Ich mag es wirklich. Ja, bis du deine Waffe hochgerissen hast, war es das eh. Macht ihr mal da hinten die Rückendeckung und ich werde hiermit gehe hier einfach mal weiter sichern. Da ist einer, sehr schön. Da kommt ein Panzer. Gegangen. So macht man das in meiner Truppe. Da kommt doch gleich irgendwo einer um die Ecke. Ich habe ein Geschenk. Den haben wir erlegt. Da war noch einer drin, wenn ich jetzt... Jawohl, da ist er. Habe ich schon mal erwähnt, dass das Heckenschützengewehr eine meiner Lieblingswaffen ist? Also ich mag die Snipergewehre echt. So, mal nachladen. Mal sehen, ob wir noch was finden an Mumpeln hier. Jawohl, wir finden Mumpeln. So muss das sein. Wir finden HP, wir finden Mumpeln, wir finden hier alles. Munitionsspender, Mine, was macht der Wachrobot? Gibt's den noch? Ja, den gibt's noch. Wo geht es denn hier weiter? Ist das hier eine der ersten? Einen Sprengsatz legen. Nein, ich will dich nicht entlassen. Du kommst weiterhin mit. Da war der andere. Diese scheiß Chimärenpanzer. Ja, da war ein Tank in die Luft geflogen. Und das ist der zweite. Jetzt begeben wir uns erstmal in sichere Entfernung. Das sieht mir aus wie ein Bergepanzer hier fast. Vielleicht können wir ja was sehen von der Explosion hier gleich. Gleich müsst ihr hochgehen. Und das war's. Gute Arbeit. Mit diesen Chimären haben sie uns monatelang schwer zugesetzt. Gut, dass die für eine Weile außer Gefecht sein werden. Ich werde dem Einsatzteam befehlen, zum Hauptquartier zurückzukehren. Wir sehen uns dort. Alles klar. Wir sehen uns dort.
So, klare Sicht jetzt. Alles klar, klare Sicht. Und ich würde gerne wieder... Weiter würde ich jetzt ganz gerne. Sir. Also gut, Jungs. Ich werde euch berühmt machen. Stellt euch mal wie richtige Helden auf. Viel Glück. Ja, genau so. So ist es gut. Stillhalten. Also, strengt euch an. Nicht, dass ihr mir da draußen vor die Hunde geht, verstanden? Gott segne euch und Gott segne Amerika. Ist klar. Sir. Sir. Ich werde nochmal einmal, ich glaube, nachladen brauche ich nicht mehr groß, aber ich versuche es trotzdem. Alles klar. Kurz husten. Oh, fertig gehustet. Da hätte ich mich beinahe meine eigenen Spucke verschluckt. So, jetzt müssen wir weiter. Wo ist Sergeant Dingenskirchen? Wie lauten Ihre Befehle für das Einsatzteam, Sir? Ja, Sir, schon unterwegs. Wir werden bei der Minenstadt auf Sie warten. Alles klar, dann mal los. Der ist noch gut, der Wachbord. Die Blechdose. Happy! McKinney! Verdammter Mist! Bist du lebensmüde? Er ist auf dieser Anhöhe. Gleich da drüben. Einen schönen Tag wünsche ich. Wo ist er denn? Ja, Heckenschützen sind was Doofes. In der Minenstadt wimmelt es von kommunistischen Streitkräften, Sir. Wir werden vorübergehend hier Halt machen. Gut. Wie lauten Ihre Befehle? Ja, Sir. Wir werden den Feind bei der Minenstadt angreifen. Rollen wir gleich mal mit schwerem Geschützen ein. Hockt einer. Gut. Ja, nicht gut, aber... Wo ist er? Da ist er. Den haben wir erlegt. Amerika in alle Ewigkeit, ist klar. Den Wachrobot hat schon erlegt. Was kommt da jetzt? Da kommt jetzt was. Chinesischer Flammenwerfer. Mensch, was die alles werfen können. Raketen, Flammen, das ist ja Wahnsinn. Au! So viel zum Köter.